Achso, nee, wir sind am Anfang gleich mit. Ja. Komm. Zwei, drei. Wir sind ein 2-Frauen-Power-Team. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Senioren von heute bzw. Kindern von gestern richtig Freude zu bereiten. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Also wir aus dem St. Josephs Heim, wir können die Liederreise nach Italien total empfehlen. War sehr schön und sehr vergnüglich und ganz toll. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Also wenn ich mich erinnere an meine Zeit, dadurch, dass ich das jetzt gesehen habe, ist mein Herz wieder so aufgegangen. Ich habe mich so gefreut über Ciao Ciao Bambino und diese ganzen verrückten Sachen. Ciao, ciao, Bambini. Da Musik unsere Stärke ist, wir singen und tanzen, haben beide eine Musical-Ausbildung. Sind beide Schauspieler und haben schon sehr viele Projekte zusammen erarbeitet und auch schon Förderungen von der Stadt München bekommen. Und wir wollen zu denen gehen, die am wenigsten Geld haben und an die auch nicht mehr so oft gedacht wird. Wir gehen zu Senioren in Altenheimen, in alten Servicezentren. Genau, und das Problem bei den Servicezentren und bei den Altenheimen ist das, dass sie meistens selbst kein Geld haben. Und deswegen sind wir auf der Suche nach Menschen, die unser Projekt unterstützen wollen. Es war ergreifend. Weil die Jugendzeit, also die Zeit, wo man nach Italien gefahren ist. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass man dort mit singen hat können. Was sehr schön war, war, dass die Texte groß praktisch an die Wand geworfen wurden und die Senioren konnten lesen und gleichzeitig singen, wenn sie wollten. Und die, die es auswendig kannten, haben auswendig mitgesungen. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Also wir sind jetzt kein klassisches Konzert oder auch keine Show, sondern wir probieren wirklich die Senioren mit einzubeziehen, dass sie aktiv mitsingen. Deswegen haben wir auch Lieder aus ihrer Jugend ausgesucht. Nicht nur, dass wir selber singen und spielen, nein, wir haben auch die Lieder selbst arrangiert. Wir haben eine Tonanlage, das machen wir, bauen wir alleine auf. Wir sind also Techniker, Darsteller und Regisseure in einem und haben da unser ganzes Herzblut reingesteckt. Ich freue mich so. Ich finde, dass das Stück super, super, super ist. Und es sollten sich viele ältere Frauen, vielleicht auch Männer, anschauen. Bellissimo. Ciao, ciao, Mann.